habe mir ein paar Notizen gemacht zum Thema, was kann man beim Elektrode-Speisen alles falsch machen, beziehungsweise was sollte man richtig machen oder worauf sollte man achten. Wie immer, ich habe Elektrode gesagt, also muss der Micha neben mir sitzen und das tut er in dem Fall auch. Nach dem Intro starten wir genau mit den Fehlern, die ihr am besten vermeiden solltet und legen los. Ja Leute, dann seid erstmal herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir und wieder zu Gast heute der Micha. Hallo. Thema immer noch Elektrode schweißen. Für alle die, die jetzt das Video zum Beispiel als erstes sehen, schaut mal unten in der Beschreibung. Wir haben schon einige Videos zum Thema Elektrode schweißen abgedreht. Das liegt mir alles so ein bisschen am Herzen, weil zu dem Thema gab es bei mir auf unserem Kanal in dem Fall noch gar nichts, weil ich nicht ganz so versiert bin in dem Bereich. Aber der Micha ist es und deswegen haben wir schon einige Videos abgedreht. Und die ja, sollt ihr natürlich auch zu sehen bekommen, also schaut unten mal rein, geht um richtigen Elektroden, wie die aussehen, also schaut einfach mal rein, richtig interessant und richtig guter, wertvoller Content. Heute aber soll es darum gehen, was solltet ihr für Fehler am besten vermeiden, also oder was kann man für Fehler machen, die man am besten nicht machen sollte. Ja? Und da haben wir uns mal einige aufgeschrieben, ich würde einfach mal vorlesen, was wir aufgeschrieben haben und dann gehen wir einfach nochmal drauf ein. So machen wir es, genau. Okay? Also ich habe, oder wir haben aufgeschrieben, haben wir natürlich zusammen gemacht, falsche Polung der Elektrode. Ja. Also ich kann ja schon mal das sagen, was ich dazu weiß und dann ergänzt du, was ich jetzt gelernt habe. Auf den Verpackungen ist es ja immer alles notiert, was du über die Elektrode wissen solltest, in welchem Bereich du sie schweißen kannst, fallen steigend, Überkopf, Kehlnaht, wie auch immer. Und dabei steht auch, auf welcher Polung du sie schweißt, ob auf Plus oder Minus. Ja. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wenn es auf der falschen Polung ist, geht es einfach nicht so gut. Beziehungsweise bis hin zu gar nicht. Genau. Sehr schlecht. Oder du bist zu heiß oder zu kalt, je nach welcher Polung du hast. So, und das ist natürlich ein Punkt, den wir vermeiden wollen. Also ist das ein wichtiger Punkt. Ihr müsst im Grunde genommen, ich zeige es nochmal ganz kurz, auf die Polung achten, die immer im oder auf dem Karton verzeichnet ist, wie in dem jetzt Fall hier auf der Pluspolung. Also ganz wichtiger Punkt. Dazu sei nochmal gesagt, auf der Verpackung steht sehr viel. Steht eigentlich alles drauf, was ihr wissen solltet. Und auch da, wenn es wirklich Fragen gibt, was nicht drauf steht, dann meldet euch bitte. Genau, steht alles unten in der Beschreibung. Dann, und das habe ich festgestellt, das wäre jetzt so Fehler Nummer 2, ist die Haltung. Habe ich ganz schnell gemerkt, es hat halt nicht viel mit WIG oder Elektrode, mit MAC zu tun. Jetzt ist schon ein bisschen anders. Einmal hast du den Punkt, dass die Elektrode relativ lang ist. Erst musst du weit weg sein vom Bauteil. Dann musst du aber immer weiter drauf zugehen, aber auch mit der Naht mitgehen. Also du hast im Grunde genommen eine Bewegung mehr als beim WIG oder beim MAC-Schweißen. Ja. Die muss man natürlich erstmal so ein bisschen in den Kopf kriegen. Und dann neigt man schnell dazu, den Brenner, nein, den Elektrodenhalter falsch zu halten. So, und jetzt habe ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich so angefangen habe und bin dann mit dem Handgelenk so rumgegangen. Elektrode schweißt man ja schleppend, nicht stechend. Wenn man natürlich aber sein Handgelenk dreht, ist man ja ab hier dann schon neutral, bisschen stechender. Und dann geht das Problem los, dass wir versuchen, das Schmelzbad vor uns herzuschieben, beziehungsweise die Schlacke, und dann geht das Problem los. Und deswegen Haltung. Ein sehr wichtiger Aspekt, wo ich auch immer sage, Sicht aufs Schmeißbad, also setzt euch so, macht es euch so einfach wie möglich, dass ihr wirklich ordentlich die Elektrode führen könnt, aber auch die Sicht aufs Schmelzbad habt, dass ihr alles seht, was wichtig ist. Schweißen ist dein Ding, warum trägst du das dann nicht nach außen? Mit unserem Merch bist du eigentlich für jede Situation gewappnet und immer perfekt gekleidet. Also check einfach mal unseren Shop aus auf unserer Homepage alulöffel.de. Eins vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch unsicher seid, also wenn ihr nicht wirklich seht, was ihr schweißt, positioniert euch anders. Das ist oftmals ein Problem. Gerade wenn ich jetzt eine Stumpfnaht schweiße, die vielleicht nicht sauber genug eingeschliffen ist. Also wenn ihr nicht seht, wo ihr hinschweißt, dann wartet lieber nochmal ab und bereitet neu vor. Ja, das merke ich aber auch selber oft an mir, also an mir, dass ich dann auch einfach mal weiter schweiß. Manchmal klappt es mit der Erfahrung, weil man es einfach jeden Tag macht, dann geht es irgendwie gut. Gell? Aber wenn man an so eine Situation kommt, die man einfach nicht so oft hat, haut es einfach nicht hin, verkackt es, das ist einfach so. Also das ist wirklich, das klingt immer so banal und einfach, aber es ist echt ein extrem wichtiger Punkt. So, als dritten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, zu viel Strom oder zu wenig Strom. Ja, das ist ein ganz klassischer Fehler bei Elektrode-Schweißen. Das heißt, es steht ja auf den Packungen drauf, wie viel Strom für die Elektrode gewählt werden sollte, nicht ohne Grund. Das heißt, die meisten machen den Fehler, die haben eine zu dünne Elektrode, beispielsweise eine 2,5 mm Elektrode und wollen jetzt eine 10 mm Blech schweißen. Was passiert? Na gut.
Der Strom geht durch die dünne Elektrode durch, beispielsweise mit 120, 130 Ampere. Das geht ungefähr 3 cm gut an der Elektrode, nicht an der Naht. Und dann ist zu viel Power. Und danach wird die Elektrode matschig, die wird weich, weil sie zu heiß wird und läuft nicht mehr richtig. Ja. Oder das andere ist halt einfach, ich habe ein 2 mm Blech und habe eine 3,2 mm Elektrode. Das heißt, die Elektrode braucht ja einen gewissen Strom, dass es sauber läuft, dass der Tropfen sauber sich löst. Und wenn halt der Strom, die die Elektrode benötigt, mehr ist, wie das Blech aufnehmen kann, das ist wie beim Schutzgasschweißen, dann habe ich halt ein Loch drin. Ja, also ich kann das auch gut vergleichen, wenn die Zwickschweißer unter euch sind, einfach bei 50 Ampere mit einer 3,2er Zusatzwerkstoff arbeiten, der eigentlich gar nicht richtig abschmilzt. Genau. Genau dasselbe. Also ist so ähnlich, falls jetzt ein Wickschweißer unter euch ist, der das gerade guckt. Vierter Punkt, falscher Durchmesser der Elektrode. Das Thema hatten wir ja vorhin auch. Je nachdem, was man für ein Bauteil schweißt, beziehungsweise was für ein Blech, oder, ja gut, in dem Fall auch Bauteil, was das für eine Stärke hat. Da bin ich ja bei dem einen Blech, ich weiß gar nicht mehr, in dem einen mit der 2er dann oder 2,5er viel besser zurechtgekommen, gell, genau, als mit der dicken. Was sagst du da? Ist im Prinzip die Frage, die wir vorher schon beantwortet haben. Also der Durchmesser der Elektrode sollte schon zum Bauteil passen. Und man muss auch aufpassen, beim Schutzgasschweißen kennt man das vielleicht, ich habe ein 10 mm, 20 mm dickes Blech, wärme es teilweise gar nicht vor, gebe genug Strom, das funktioniert. Bei Elektrode ist halt einfach das Problem, durch den großen Querschnitt, den ich habe, ich kann irgendwann kalte Bauteile nicht mehr schweißen, unabhängig wie viel Strom ich habe. Das heißt, ab 10 mm sollte man zwingend bei Elektrode schweißen, dieses Bauteil vorwärmen. Okay, also sind wir da mal bei dem Punkt Vorwärmen, wo es wirklich angebracht ist. Ja. Ja, einfach reicht dann einfach die Leistung in dem Punkt nicht aus. Nicht die beziehungsweise hält die Elektrode nicht aus. Nee, das liegt einfach daran, nicht, dass die Maschinen zu schwach sind und die Elektrode das nicht aushält. Wir haben ja vor uns bei den Stahlzylinderschweißen gesagt, dass die Elektrode beim gleichen Strom den wenigsten Energieeintrag hat. Das liegt einfach daran, dass die Elektrode einen sehr großen Querschnitt hat. Ich vergleiche das jetzt mal. Ich schweiße jetzt mit so einer 2,5 mm Elektrode 60 Ampere. Ja. Dann sehe ich ja beim Schweißen, dass das Schmelzbad sehr schmal und sehr kalt auch ist. Mhm. Wenn ich jetzt 60 Ampere mit einer Wicknadel schweiße, dann stelle ich fest, ich brauche einmal, bis ich warm bin. Und wenn ich warm bin, dann wird das unwahrscheinlich heiß. Und das ist der Unterschied. Okay. Und deswegen geht eine Elektrode bis zu einem gewissen Bauteil ohne Vorwärmen, aber ab 10 mm sollte ich dann schon langsam anfangen, das Bauteil vorzuwärmen. Oder mich fragen, macht das Sinn, das mit einer Elektrode? Okay, oder dann vielleicht mit einem anderen Verfahren, wenn man die Möglichkeit hat. Genau. Ist ja auch immer so der Punkt. Ja, dann sind wir bei der Schweißgeschwindigkeit. Den Punkt habe ich noch aufgeschrieben, weil, also wir reden jetzt auch so ein bisschen von den Fehlern, die wir oder die ich in den letzten Videos, die wir da so gemacht haben, zu dem Thema gemacht habe, dass ich teilweise zu langsam war, teilweise zu schnell. Da muss man natürlich dann auch so, das sieht man dann aber auch immer gut, wenn man die Schlacke weg. Also für mich ist es jetzt gerade noch so, ich sehe es beim Schweißen noch nicht so gut, weil mein Auge einfach noch nicht so fit ist. Das, meiner Meinung nach ist das, wenn ich dann die Schlacke abhaue, dann sehe ich, ach, in dem Bereich war ich gut. Und somit lernt man das Ganze. Also das, du musst dein Auge schulen, dass du weißt, wie sieht die Schweißen dann zum Schluss aus. Ach, da war ich gut in dem Bereich. Also merkt man sich dann auch, wie die Schlacke in dem Fall dort aussah. Oder auch meine Brennerhaltung. Also ist wie alles, ist immer eine Übungssache. Ja, wie du schon sagst, das ist das Fließverhalten, gerade bei einer Kehlnaht, das kann man am leichtesten üben, das hast du ja gemerkt. Ja. Bei einer 2,5er Elektrode meistens so um die 80 bis 90 Ampere, bei einer 3,2 um die 100 bis 110. Und wenn ich den richtigen Strom habe, den richtigen Anstellwinkel der Elektrode, ich drücke die Elektrode nur voll rein, und du merkst, die Elektrode läuft ganz von alleine. Ja. Da kann ich es wunderbar üben. Ich habe es, wie gesagt, noch gemerkt vom nicht Handgelenk drehen, wie wir es gesagt haben, was ja falsch ist, weil man sonst in die neutrale bis stechende Haltung kommt, sondern dass du dann mitgehst, so drückst und mitgehst. Also ist einfach eine Übungssache, ging aber auf jeden Fall gut und war zur Stumpfnaht, die Kehlnaht war zur Stumpfnaht viel einfacher. Wie du schon sagst, da konnte man halt voll reindrücken. Das war natürlich auch erstmal so ein Effekt, den musste ich auch erstmal... Du musst es auch fühlen, wie die Elektrode dann läuft. Vorher habe ich die Stumpfnaht gemacht, da bin ich kleben geblieben, wenn ich zu nah dran war. Hat aber damit nichts zu tun, muss man sich einfach merken, dass es eine ganz andere, ja, eine ganz andere Schweißnaht ist in dem Fall und dann wirkt das halt auch schon ganz anders. So, und zum Schluss haben wir eigentlich noch den Punkt falsche Elektrode aufgeschrieben. Ja, das ist eigentlich das leichteste Thema, will ich sagen. Das haben wir ganz am Anfang thematisiert. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich verständlich für die meisten erklärt, welche Elektrode nehme ich für was. Für was? Wofür nehme ich eine RC-Elektrode? Wofür nehme ich eine Spezialelektrode? Oder wofür nehme ich jetzt eine RR-Elektrode? Falsche Elektrode ist halt zum Beispiel, ich will jetzt Zwangslagen schweißen, zum Beispiel eine Kehlnaht, Wurzelschweißungen und nehme jetzt eine Elektrode mit viel Schlacke.
die Schlacke muss ja irgendwo hin. Ja. Gerade beim Steignahtschweißen habe ich eben dann das Problem, dass die Schlacke sich aufbaut, ich kriege Bindefehler rein. Und auch der Vorteil einer RR-Elektrode, dass er eine sehr feine Schuppung macht, das heißt, die Tropfen, die sich lösen, sind sehr klein. Ich sieht super aus. Ja, fürs Stumpfnahtschweißen super, ja. Aber wenn ich jetzt einen Spalt habe, bringe ich zu wenig Material rein und dann bin ich irgendwann zu heiß. Hammer, verlinkt mir euch auch das Video dazu, wie gesagt, zu den unterschiedlichen Elektroden. Ein komplettes Video dazu gemacht, super erklärt, wo wirklich drauf eingegangen wird, auch auf die Beschriftung von den Verpackungen, wo genau erklärt ist, was ist es für eine Elektrode und wie hat man sie zu verschweißen. Also das sind eine gute Anleitung, dass du für dich zu Hause genau rausbekommst, egal ob Anfänger, Hobbyschweißer, Profi, vielleicht können auch die Profis da noch was dazulernen oder was Neues gesehen, was sie vielleicht vorher nicht kannten. Für mich sind es immer viele Aha-Effekte, weil ich einfach offen für sowas bin und seid ihr das auch und somit bleibt man nicht stehen und man lernt immer wieder was Neues dazu. Das finde ich eigentlich immer cool. Ja. Und auch wenn ihr noch tolle Tipps und Tricks für uns habt. Auf jeden Fall. Schreibt's rein. Ja. Auch vielleicht Ideen, wo er sagt, hier den Micha holst du nochmal zu Rate zu irgendeinem speziellen Thema, dann würden wir das natürlich auch gerne nochmal abfilmen, weil war ein cooler Tag auf jeden Fall. Wir haben schön viel geschafft, viele Filme abgedreht zu dem Thema Elektrodenschweißen. Wenn ihr da noch irgendwas habt, unten reinhauen, schreibt uns an, meldet euch bei uns. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann wünsche ich euch einen, oder wir wünschen euch einen coolen Abend. Ihr lasst es euch gut gehen und wir sehen uns natürlich bei einem